Hallo YouTube, Arzt Jens hier. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Schönstes Wetter draußen zum Schwimmen, zum Spazierengehen, zum frische Luft genießen. Aber ich bin noch drinnen, ich habe gerade Feierabend gemacht und ich wollte mich wie immer melden bei euch. Mir geht es soweit wieder ganz gut. Ich hatte total den Schock am Sonntag. Ich habe ein wunderbares Festival in Schwerin mitgemacht, die Airbeat One, zum vierten Mal mittlerweile. War richtig schön. Nachher dann mein Handy wieder an. Ich bin ja Donnerstagvormittag abgehauen. Und dachte mir, 4 Tage mal ohne Technik leben ist ganz cool, ist ganz entspannend. Und sehe dann die Nachrichten, ah, Jens, 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 neue Liste rausgekommen. Und du, wo bist du? Ganz weit weg. Ja, habe ich also erst Sonntag von der neuen Liste erfahren, 4 Tage danach. Weil sie kam Donnerstagnachmittag, glaube ich, raus. Ja, shit happens. Ihr seht das vor euch. Wir haben noch kein Video auf unserem Channel gemacht, weil Max wahrscheinlich auch gerade ziemlich mit der Uni zu tun hat und ich halt die Woche Bestellung aufgeholt habe, beziehungsweise da ich Sonntag, den letzten Tag auf dem Festival, wieder Regenwetter hatte, bin ich irgendwie krank geworden. So Montagabend, Dienstag. Aber jetzt geht's mir wieder ganz gut. Falls ein paar Bestellungen jetzt zu spät kommen, bitte entschuldigt das. Es kommt demnächst nicht mehr vor, hoffentlich. Aber wenn ich halt krank bin, bin ich halt krank und kann dagegen auch nicht viel machen. Ja, die neue Liste. Der Gin ist weg. Das freut mich. Das hat mich echt überrascht, dass sie den wegmachen. Endlich kann ich halt auch Decks spielen, wo ich keine 4-5 Gin-Outs drinne brauche. Was dann wieder die Vielfalt an den Karten, die man im Deck reinpacken kann, erhöht. Finde ich schön, dass der weg ist. Hat einfach nur gestört. Anders, die Lava Chain ist zwar, naja, gut, ja. Ich verstehe das Argument mit, es macht zu viele UTKs und zu viele Kombo-Möglichkeiten, aber die hat in so vielen Decks den Spielaufbau erleichtert, das war so gut. Ich weiß nicht, ob, also auf 1 hätte es ja auch getan, dann können diese Loop-Decks um F0 oder sonst was ja nicht entstehen, weil die brauchen immer zwei Ketten, aber auf 0 ist gleich ein bisschen hart, naja. Shurid auf 1 ist okay, war halt nur mal die flexible Sucherkarte in dem Deck, also die jetzt immer nicht nur als Sucher gilt, sondern halt auch als Abwurfmaterial für die Ritualbeschwörung. Aber na gut, so ist es. Damit müssen die Necro-Spieler leben. Ich glaube, so dolle stört das auch gar nicht. Trishula ist wieder dabei. Ja, der Synchro, nicht der Ritual. Bin ich ja gespannt, ob das was ausmacht. Klar werden es einige Leute spielen, aber ja, muss man beobachten. Klar ist ja schön, dass sie wieder da ist. Und wenn man schon das Ritualmonster irgendwie umgehen kann, dann kann man auch eine richtige Trischule auch mehr umgehen. Oder, ach, da muss ich halt Spielpraxis haben, um das zu beurteilen. Dann der Atlantische Dragoner hier, ging auf 2. Ja, mehr ist zurzeit klar. Wird wahrscheinlich hochgestuft, falls irgendwann der Prinz zukommt. Klar ist auch okay. Und Drachenschlucht auf 2. Gut, von Dragon Unity hat man seit dem Jahr auch nichts mehr gehört. Das wird sicher an der Schlucht jetzt auch nicht so viel machen. Dann die neu unlimitierten Bulb, klar, Unheilverkündende, klar, braucht man beide jeweils nur einmal, wenn man es ja spielt. Genauso der Errata Jagdbomber bringt auch nur einmal was. Das Schwert, ja, hat in letzter Zeit auch nicht so viel gebracht. Zuletzt hat man es im ja, Turbo Tower Deck gesehen, aber da man es auch nur einmal pro Runde aktivieren kann, ist das auch okay auf 3. Der Tempel der Könige und Austausch der Geistes, ja, haben halt Errata bekommen, sind nicht mehr ganz so toll. Können von der Liste weg. So, gucken wir uns mal ein paar Preise an. Der Dragoner ist, naja, von seinen 10 Cent jetzt auf 1 Euro und 1,50 Euro. Ja, mal gucken. Revan in der Superware-Variante ist jetzt von, ja, 80 Cent auf 2,50. Okay, das sind halt so die typischen Hypes. Nur Trishula ist von ihren 12, 13, 14 auf 25 konstant geblieben jetzt. Und je nachdem, ob man es halt öfter spielt oder nicht, in irgendwelchen Metadecks könnte sie auch noch an die 30 Euro rangehen, würde ich sagen. Aber wenn sie sich jetzt bei 20 bis 25 einpendelt und da bleibt, ist das schon ganz okay. Das ist auf jeden Fall eine Karte, die nicht demnächst gleich wieder sinken wird, wie Dragoner oder Dragon Ravine. So, dann gab es wieder einen neuen Spoiler für die TCG-Onlys in Clash of Rebellions. Da kommen die Cosmo-Monster zu uns. Cosmo, was ist das? Soll irgendein Fairy Tale aus 1900 sein, wo dann Leute spekuliert haben, hier
wie hieß das, Master of Oz oder Star Wars. Und es ist, glaube ich, so ein Misch. Also diese Cosmo-Monster sind irgendwie so teilweise eigen kreiert, teilweise irgendwie von Namen her bekannt aus den Stories von damals. Aber die haben auch was drauf. Das sind alles Zoom-Monster, so wie ich das mitbekommen habe. Von Level 3 bis Level 5 sind mittlerweile released oder gespoilert worden. Und ja, an was denkt man mit Zoom-Monstern? Da hat man dann den ganzen Support aus The Duelist Genesis und aus Extreme Victory. Die stille Sü-Hexe ist jetzt auch gestiegen. Oder gibt es auch nicht mehr viel auf dem Markt für so eine Edition? Ach nee, ich bin ja jetzt gerade bei der Superware-Variante aus dem Astral Pack 3. Aber trotzdem ist sie ein bisschen gestiegen. Von halt gar nicht 10 Cent auf 1 Euro, Euro 50. Weil man die da drinnen sicher gut spielen kann. Aber auch der Overdrive-Teleporter ist gestiegen. Von 3 Euro auf 6 Euro oder so. Mal gucken, ob man den in dem Deck wirklich gebrauchen kann. Aber es hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an, weil es sind halt alles Psychic-Monster. Der Notfall-Teleporter ist nicht ganz gestiegen. Ich guck mal nochmal genau. Weil der bekommt einen Reprint in dem Structure-Deck Synchro Extreme oder so nennt sich das. Jo, und da ist der Common drinne. Und dann kriegt man wieder locker für 1 Euro. Oder 1 Euro 50. Genau. Dann habe ich noch den Synchro von den Zü-Monster, den Overmind Archfiend, da seht ihr halt auch, ist nur noch 80 auf dem Markt und der könnte vielleicht auch noch so auf 2-3 Euro steigen, wenn man den integrieren möchte in das Deck. Genau. Das war zur Liste und zu den Cosmos. Bin ich gespannt, ob das neue TCG-Deck genauso stark wird wie die Burning Abyss oder die UAs. Das lässt sich ja dann erst herausfinden, wenn Clash released wurde. Beziehungsweise wird das ja wieder so ein Thema sein, was über 3-4 Editionen Support bekommt. Dann habe ich noch eine Karte. Message in a Bottle. Hat jetzt auch jemand 30 Stück oder so von mir gekauft. Für Apple oder Ei. Ich habe mir den Text mal durchgelesen. Naja, ist ganz cool. Drei Monster einfach so beschwören. Und dann halt irgendeinen Exit machen, damit man keine 4000 Schaden bekommt. Aber in welchem Deck spielt man denn jetzt so viele Monster, die man im Friedhof haben könnte mit unterschiedlichen Namen? Fällt mir auf Anhieb nichts ein, um die Karte jetzt effektiv nutzen zu können. Aber könnt ihr gerne mir da schreiben. Vielleicht gibt es da wieder neue Ideen, die ich da nicht gehört habe. Gerne mal in die Kommentare posten. Und als letztes noch den Goblinburg, der einfach fast täglich weggeht. Das ist keine teure Karte, aber immer in irgendwelchen Rang 4 Spam Exit Decks da wird die Karte halt gespielt und wird sie halt mitgekauft, so als Option. Die könnt ihr mal reinbringen. Es ist halt eine weitere Option für die Decks. Rang 4 Krieger Erde mit so einem Effekt wie der den Goldfisch. Warum nicht? Gut, das war's schon wieder vom Markt und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich am 8.8. in Leipzig im Kulturhaus Eutritsch meinen ersten CCG Challenge Tour Stop gebe. Ich erwarte so eigentlich um die 100 Leute. Wenn ihr auch kommen wollt, bitte meldet euch mal auf der Facebook-Seite an und ladet mal alle anderen ein, weil ich möchte wirklich die 100 Leute knacken, weil das hatte der Osten lange nicht mehr und ich wäre sehr dankbar für eure Unterstützung dabei. Weiterhin möchte ich euch vor Ort dann nach den Vorrunden auch noch Side-Events anbieten. Entweder Astral-Pack-Turniere, so im K.O.-System, oder halt Gold Control. Halt nach der alten Liste, nicht diese Yu-Gi-Oh!-Sache von ARG. Ne, das ganz normale Gold Control. Oder wenn sich halt genug Leute finden, würde ich auch Dragon-Ruder-Format anbieten. Wo halt Spellbook of Judgment auf 3 war und wo, sagt schon, die Zauberkarte für Dragon, ihr wisst schon Bescheid, welche ich meine. Wo man dann in der Endphase ziehen kann. Mir ist gerade der Name entfallen. Auch egal, ihr wisst Bescheid. Kommt bitte vorbei und lasst uns Spaß haben. Die haben einen schönen Biergarten, falls man im Nachhinein noch ein bisschen quatschen möchte. Aber auch so, die Gastronomie bietet einiges fürs euer Mittagessen. Und deswegen müsst ihr auch nicht viel mitnehmen und einfach vorbeikommen. Aber nun wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Habe ich euch genug belabert? Viel Spaß beim Zocken und bis zur nächsten Woche. Euer Arzt Jens.